Hallo und willkommen bei mir im Kanal Chemie zockt Last Day on Earth Episode 22. Heute mal wieder ein kleines Event auf der Eichenlichtung. Letztes Mal habe ich ja schon die Zombie-Invasion gezeigt. Das heutige Event nenne ich die Raider-Patrouille. Ich weiß nicht genau, ob es da offizielle Bezeichnungen für gibt. Ich war eben schon wieder nachschauen, was denn los ist. Ne? Hab diesmal dran gedacht, mir Äxte ins Inventar zu packen, nicht, dass ich wieder hin und her rennen muss, nur um Äxte zu holen. Schauen wir mal auf der Weltkarte. Ich habe noch 100 Energie. Ich habe natürlich wieder den kleinen Trick benutzt, um vorher nachzuschauen, was da oben los ist. Damit ich nicht zu viel Energie verbrauche für hinzulaufen, zu gucken, was los ist, nach Hause zu laufen. Dann kann man ja schon wieder nicht mehr hinlaufen, weil man 35 Energie braucht. Müsste man einmal Werbung gucken. So kann man sich das sparen. Wer nicht weiß, wovon ich rede, guckt mal bei mir im Kanal. Episode 16. Wissen, was der Händler haben will. Das hier ist eins der einfacheren Events. Ihr müsst im Prinzip nur warten und ausweichen. Und zwar gibt es hier ein Lager. Den wollen wir gleich plündern. Oder das wollen wir gleich plündern. Aber vorher müssen wir mal schauen. Hier läuft nämlich am Rand eine Patrouille mit drei Raidern rum. Den müssen wir eigentlich einfach nur aus dem Weg gehen. Warten, bis sie weggelaufen sind. Jetzt sollte schon mal so ein Bäumchen fällen. Ansonsten erschießen die uns und dann ist Ende. Das sind also drei Mann. Gut, wenn man vielleicht mit SWAT und schwere Geschütze hier auffährt, kann man da was gegen ausrichten. Ich empfehle nicht, die unbedingt töten zu wollen. Kriegt man halt nur deren Ausrüstung. Lohnt sich nicht wirklich. So, kurz warten, wo kommen sie denn? Normalerweise laufen die im Uhrzeigersinn hier rum. Müssten eigentlich von hier unten gleich angelaufen kommen. Okay. Weit, weit, weit entfernt noch. Ah, da kommen sie gelaufen, seht auf der Minikarte. Den müsste eigentlich nur ausweichen. Die werden jetzt gleich hier unten irgendwann Richtung oben laufen. Genau, da kommen sie. Jetzt müssten wir hier an denen vorbeikommen. Genau, und jetzt kann man denen im Prinzip einmal hinterherrennen. Natürlich immer außerhalb der Reichweite bleiben, sodass sie gerade noch in der Minikarte zu sehen sind. Und die laufen jetzt zu ihrem Lager. Jo, immer schön hinterher. Immer langsam. Dann machen sie wieder die Biege. Ihr seht schon, hier liegt eine arme Seele, die hat versucht, das zu plündern, während sie da waren. Und wenn sie jetzt weg sind, kommen erstmal hier in die Leiche, okay, die in den Rucksack. Die Leiche hier, ja, hat Holz nehmen wir auf jeden Fall mit. Und jetzt können wir mal in die Kiste schauen. Ja, so, nicht wirklich tolle Sachen, aber einfach mal alles mitnehmen. Ja, also wie ihr seht, hier ist auch nicht wirklich viel zu holen. Wobei ihr jetzt halt aufpassen müsst, wenn ihr jetzt hier weiter rumlauft, um die Bäumchen zu fällen. Ah, jetzt kommt jetzt wieder Blablabla. Die laufen jetzt natürlich weiterhin im Kreis herum. Und wenn sie euch begegnen, schreien sie erstmal aus dem Weg. Wenn ihr nicht aus dem Weg geht, werden die euch umboxen oder umschießen. Hier haben wir so Schusswaffen. Deshalb, wenn ihr jetzt hier die Bäume fällt, immer ein Auge auf die Minimap haben, ob sie denn gelaufen kommen. Und dann einfach mal irgendwie Richtung Mitte laufen. Ich schaue halt immer, dass ich die Zombies vorher dann noch aus dem Weg räume. Und das war es im Prinzip schon zu diesem Event. Ich nenne das Event die Raider-Patrouille. Ist halt, denke ich mal, einleuchten, ne? Die patrouillieren am Rand. Kann man jetzt nennen, wie man will, Event 1, 2, 3, 4. Ich glaube, es gibt insgesamt 4 verschiedene, habe ich schon erwähnt. Es gibt auch noch ein Event, was ich hoffe noch zu kriegen, wo man hier so einen Holzfäller ausstatten muss mit Ausrüstung. Dann das, was ihr schon gesehen habt mit den Wölfen, diesem Wolfsrudel. Und dann gibt es wohl noch eins, wo mehrere Raidergruppen rumstehen, die verschiedene Kisten bewachen. Das war es im Prinzip schon
wollte ich euch gezeigt haben, was also auch noch eine Möglichkeit ist, was hier sein kann. Wie gesagt, ich mache das meistens so, dass ich mir vorher anschaue, was für ein Event denn ist. Damit ich, wie gesagt, falls das Event kommt, wo der Holzfäller ist, habe ich leider bisher noch nicht gehört, aber ich weiß, dass es das gibt, damit ich dann entsprechend Ausrüstung mitnehme, um den ausstatten zu können. An der Stelle können wir eigentlich auch schon wieder ausschalten. Ich werde jetzt hier die ganzen Zombies unboxen, werde mir das ganze Holz einverleiben. Das ist halt eine schöne Möglichkeit, ohne Shopper hier noch ein bisschen Eichenholz zu kommen. Jeder sollte das nutzen, der noch keinen Shopper hat. Mir fehlen lediglich noch ein paar Motorteile, die hoffe ich gleich noch im Bunker zu kriegen. Werde ich mir holen, falls mein Shopper irgendwann mal komplett ist, werde ich natürlich auch ein Video zu machen. Um ein Hip Hip Hooray, ich habe den Shopper Video zu machen. Danach gilt es dann natürlich immer noch den Stromgenerator zu bauen. Wir wollen ja die neuen Gebiete freischalten, dann müssen wir auch wieder Motorteile haben. Wobei ich, wenn es denn dann soweit ist, natürlich auch noch ein kleines Special mache zu, wie baue ich den Generator. Was braucht man dafür? Wo kriegt man ihn her? Ich meine, wo kriegt man ihn her? Wir haben ihn schon bereits in unseren Blaupausen bauen können. Könnte man hier schon. Aber solange ich den Shopper nicht habe, lohnt es sich eigentlich nicht damit anzufangen, weil ich, wie gesagt, meine Motorteile erstmal in den Shopper stecke. Die müssen danach dann noch in den Generator und danach, wie ihr ja schon gesehen habt, ins Säurebad? Nein, was Säurebad? Ich weiß nicht. Irgendwo für irgendein Hotel brauche ich gerade auch noch Motorteile, die ich erstmal nicht da reinstecken werde. War es das Säurebad oder was? Waffendrehbank, ich weiß es gerade gar nicht. Gut, wie gesagt, ich werde hier noch ein bisschen rumhacken. Wer ausschalten kann, ausschalten. Kann aber bitte vorher gerne ein Like da lassen. Kann, wer noch nicht hat, ein Abo da lassen. Kann was in die Kommentare schreiben. Könnt gerne auch mal den Kanal von Bad Boy G besuchen. Beziehungsweise Bad Boy G unterstrich zockt. Der macht auch ein paar Let's Play Videos, auch zu diversen anderen Spielen. Da gibt es noch War Z und Outlift, ein paar geile Spiele. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich die auch noch spielen. Sind halt auch so Survival-Spiele, wobei mir da zur Zeit, wie ich das gesehen habe, Outlift am besten gefällt. Ist ein bisschen ein anderes Spielkonzept, also nicht so ein 100% Abklatsch von Last Day on Earth. Wie ihr wisst, ich spiele ja auch noch Grim Soul, Dark Fantasy Survival nebenbei. Und die zwei Spiele, die nutzen meine Freizeit schon so weit aus, dass ich leider nicht in der Lage bin, noch irgendein drittes Spiel ins Repertoire aufzunehmen. Würde ich gerne, lässt meine Zeit aber nicht zu. Jo, ich werde jetzt hier schauen, Fleisch und Leder noch mitnehmen. Und vor allen Dingen Fuchsfälle, weil Fuchsfälle gibt es hier natürlich auch, damit wir dann, wenn wir dann die Gebietserweiterung mal kriegen, nicht dann erst anfangen müssen, Fuchsfell zu farmen, um dann auch mal in die kalten Wintergebiete gehen zu können. Ist hier auch ganz praktisch, da hat man eventuell schon ein bisschen was an Ausrüstung zusammen, bevor man da hochgeht. Na, da unten läuft die Patrouille wieder, also aufpassen. Ist der Baum, den ich haben will. Wunderbar, da unten steht noch einer. Also wenn ich mich nicht verzählt habe, gibt es hier jedes Mal 10 Bäume, also 20 Eichenholz. Gut, ich habe gerade eben in der Kiste welche gefunden. Zwei waren es, glaube ich. Müssen wir gerade jetzt immer da gucken. Wir haben jetzt 20 zusammen. Das heißt, hier müsste noch ein Baum irgendwo rumstehen. Danach kann man dann natürlich auch noch die ganzen anderen Bäume fällen oder die Pflanzenfasern mitnehmen, was man halt gerade eben noch so braucht. Wer noch nicht Level 99 ist, kann natürlich hier auch dann noch ein bisschen EP holen. Bietet sich immer an. Und zum Beispiel, wenn man sieht, was hier alles rumsteht, zum Beispiel ganzen Pflanzenfasern einsammeln, wegschmeißen und neu sammeln. Bringt ja jedes Mal 5 EP beim Aufheben. So, jetzt habe ich die Bandage, die wollte ich gar nicht nehmen. So, jetzt muss ich mal gucken. Erstmal das mal auf. Teilen wir das mal auf. Dann gehen wir auf Automatik. Ja, wenn ich jetzt auf Automatik gehe, dann fängt er normale Bäume zu fällen. Ne? Das mal wegschmeißen, das mal aufteilen. Ja, Automatik wird da jetzt wahrscheinlich genau die Pflanzen fallen. Das ist so nervig. Die auch noch entsorgen. Ich habe keine Lust, den letzten Baum jetzt noch zu suchen. Wo läuft er hin? Jetzt sammelt er Steine ein. Das ist an. Aber ich bin jetzt zu faul, ja selber über die ganze Karte zu laufen, um zu suchen. Steinchen könnte ich auch gebrauchen. Soll auch ruhig mal ein paar sammeln.
wie gesagt, immer nur einen Blick auf die Karte haben, wann die Patrouille da langgelaufen kommt. Hier brauchen wir eigentlich gar nichts. Die Jacke könnte man vielleicht mitnehmen, um so später mal aufzuwerten. Ja, sammeln die Steine ein. Dumm. Da müsste theoretisch noch irgendwo ein Baum stehen. Na, rennt er jetzt hin? Jalla, jalla, komm, gib packen Gas. Da steht er doch, genau. Jetzt müssen wir nur gucken, sind die schon vorbei oder kommen sie noch? Jetzt könnte man dann natürlich noch die Erze mitnehmen. Nein, jetzt sind da eben hinter alles voll. Wieso das denn? Ah, okay. 22, was ich gerade gemeint habe. Jetzt ist Inventar voll. Gut, alles andere, was jetzt hier rumsteht, lohnt sich nicht wirklich. Aber was man hat, das hat man. Nur aufpassen jetzt. Sobald die Axt verbraucht ist, ich wollte natürlich wieder die Eisenaxt nehmen. Normales Holz kann man auch nicht zu viel haben, wobei ich mittlerweile 2 Kisten voll Bretter, 1,5 Kisten voll Kohle zu Hause habe. Seitdem Gott sei Dank die Produktionszeiten wieder normal sind, läuft das auch wieder. Ich kann sogar tagelang, brauche ich gar nicht farmen gehen. Früher musste ich ja, als ich noch die verdoppelten Produktionszeiten hatte und Gott sei Dank auch die halbierten Reisekosten, da bin ich ja, keine Ahnung, 3-mal am Tag in den gelben Wald gelaufen, habe einen Rucksack voll Holz geholt, weil da wirklich Brennstoff draufgegangen ist, wie sonst was. Kein Platz für Kiefernholz. Ja gut, dann sammeln wir noch die Flur. Was sammelt er denn jetzt noch? Beeren, ja gut, dann sammeln die Beeren ein. Komm her, tak, 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 tak. Und komm, egal. Ich habe alles, was ich haben will. Ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen Einblick in das Event geben. Ah, da, 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 da. Okay, ich habe jetzt schon gedacht, ich mache dir drauf auf mich aufmerksam. Ich konnte euch einen kleinen Einblick geben in dieses Event, was hier zu tun ist. Also ich mache mir gar nicht die Mühe, die umzuboxen, weil wie gesagt, das Einzige, was die fallen lassen, sind ihre Waffen und die Rüstung. Und das ist den Einsatz einfach nicht wert. Da müsste man selber mit einer dicken AK oder mit einer M16 anrücken, um denen den Gar ausmachen zu können. Müsste genug Heilung dabei haben, um dann 3 angewichste Sets an Rüstung und 3 abgeschossene Waffen zu kriegen. Ist es nicht wert, lasst es sein. Geht einfach her, guckt was. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch anderer toller Kram oben bei denen in der Box liegen kann. Ich habe gerade noch Crap drin gehabt. Gut, besser als beim letzten Mal mit dem Bogen. Ob sich lohnt oder nicht, kann man halt so gucken. Beziehungsweise, es lohnt sich immer zu gucken, was für ein Event denn ist, weil wenn wirklich das Event ist, wo man diesen Holzfäller ausstatten muss, muss man ja, sollte man dann zumindest einen ganzen Satz Ersatzklamotte und eine Waffe für ihn mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat an der Stelle, lasst mir ein Like da auf das Video, lasst mir ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Möchte ich mich übrigens auch bedanken, bin heute über 60 Abonnenten gekommen. Wenn ich bedenke, dass ich das Ganze erst seit 5 Wochen mache, halte ich das für doch eine anständige Anzahl an Abonnenten. Habe schon ordentlich Views und Klicks auf meine Videos. Bedanke mich ganz herzlich für jeden einzelnen von euch, der sich auch regelmäßig meine Videos anschaut. Vor allen Dingen auch an die, die mir nette Kommentare dalassen. Ich wünsche noch einen schönen Abend, gute Nacht, schönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Tag, wann immer ihr das Video schaut. Bye bye, bis dann, euer Chimi.